Guten Tag, Herr Herbert. Wie geht's Ihnen erstmal? Ja, ist ganz gut. Und selber? Es freut mich sehr, das zu hören. Mir auch gut, danke. Ja, das ist also, ja, Herr Herbert, wie hast war du das? Schöne, hast du schöne Weihnachten gehabt? Ja, das wollte ich Ihnen auch fragen. Ja, was gab's Ich für danke Geschenke Ihnen dieses erstmal. Jahr? Also, für dieses Jahr, ich habe schon ein kleines Hund von meinem Mann bekommen. Ein Hund? Und von Was denn meinem, für einer? ja. Also, ich bin nicht so, es ist kleiner, Also Meerschweinchen. Ich weiß nicht viel, ja, ich will, ich weiß nicht viel für, über den Hunden, aber ich liebe es. Wie heißt der trotzdem. Also, mein Sohn hat das Name gegeben, also mit dem Kitty. Kitty. Ihr Sohn heißt Kitty? Nein, mein Sohn hat mir gesagt, Mama, wir müssen das Hund heißen Kitty. Ach so, und wie heißt der Sohn? Der Sohn heißt Raphael. Raphael von den Turtles, der nicht war, der immer die Pizza. Ja, und für Sie, wie war das Weihnachten? Superstarke Hero Turtles. Hallo? Immer auf der Lauer. Ne, 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 ne. Kennen Sie das Lied? Nein. Herr Herbert, wie war für Sie das Weihnachten? Na, das war gut. Ich habe ja mit Donatello und Meister Splinter, ne, wir haben ja die besten Pizzen gemacht, die wir je hatten. Bis halt dann mit seinen Leuten kam. Die haben nicht mal an Weihnachten Ruhe gegeben, nicht wahr? Und Ihre Kinder? Ja, also denen geht's ganz gut. Ne? Wir haben halt eine große Familienpizza gemacht und die dann halt auch... Ah, ja, ja. Ich sag mal, der eine hat dann halt neue Nunchakos gekriegt, der andere neue Seigabeln und dann, sag mal, haben wir danach halt noch ein bisschen die Partymeile aufgeräumt, weil die Food-Leute von Shredder, die waren da halt auch wieder da unterwegs, die wollten scheinbar Mohrenköpfe stehlen. Und dann sind wir da halt lang und haben Aha. wieder unser Lied gesungen. Sie sind echt ein ultra-starkes Team, na Logo. Kennen Sie das wirklich nicht, das Lied von den Turtles? Nein, eigentlich nicht. Ich bin nicht ein Deutscher. Ich bin schon verheiratet mit einem deutschen Mann. Herr Herbert, es ja, freut mich sehr, ja, dass Sie sich da ganz gut... Es dürfen ja nicht nur Deutsche die Turtles gucken. Das ist ja, sag ich mal, auch anderen Volksglaubens- und Religionsrichtungen, sag ich mal, offen. Immer auf der Lauer. Sing Sie mal mit. Okay. Okay, also Herr Herbert... Nein, Herr Maul. Okay, es freut mich. Wie im Prinzip der Schüler von Maulwurf. Splinter. Ne? Also er ist ja im Prinzip Aha. eine mutierte Ratte und ich bin halt, wie mein Name schon sagt, ein Maulwurf. Ne? Maulwurf. Ja, welchem Tierkreiszeichen? Es freut mich sehr, dass ich... welchem Tierkreiszeichen ordnen Sie sich denn zu? Ich würde ja auf Stinktier tippen. Darf ich... Kann ich 5 Minuten sprechen, bitte? Sie wollen 5 Minuten sprechen? Da haben Sie aber eine gute Auswahl. Also 5 Minuten, wir können schon das ganze Gespräch fertig machen. Nee, nee, also, Maul, Herr... ich danke Ihnen, Herr Maulwurf. Es freut mich sehr erstmal, dass Sie sind so glücklich, so happy. Und den ganzen ne? Tag für mich war schon ein schlechter Tag. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und sehr streng. Aber jetzt, es freut mich sehr, Ihre Stimme so happy zu hören. Ja, wollen Sie denn nachher mal rumkommen, sag mal, wenn Sie einen schlechten Tag hatten? Wir haben schon immer noch ein bisschen Pizza übrig, ne? Also einen streng gestern Abend habe ich nicht so gut geschlafen und natürlich in der Arbeit, viel Termine gehabt ja, und ja, so. Also auch. Die ganze Zeit, ich habe viel gesprochen. Aber das Grund, dass ich Ihnen anrufe, der momentan, Kunde? Es ist, weil Schredder das schon Grund. Wieder irgendwo unterwegs. Also wir haben den jetzt einmal heute schon 2-mal vertrieben. Irgendwann muss ja auch, wir haben ja auch, sag ich mal, bei den Ninja Turtles gewerkschaftlich vereinbarte Arbeitszeiten. Da möchte ich halt einmal als Gewerkschaftsvorsitzender schon auch drauf bestehen. Also jetzt nach 19 Uhr, ne? Okay, darf ich fragen, wie alt sind Sie? Das, was raten Sie mal, da kommen Sie nie drauf. Okay, warum? Ja, raten Sie doch mal, was würden Sie denn schätzen?
Okay. Dann das Grund, dass ich Ihnen angerufen habe, es ist, weil Sie haben schon in einem von unserer Werbung ein bitte? Wie bitte? Sie wollten sagen, wie alt Sie mich schätzen. Also von dem Stimme, ich kann sagen 65. Ach, das ist ja sehr freundlich. Ich bin 82. Ja, ja. Sind Sie sicher? Ja, also von dem Stimme. Ja, ich hab ja nie geraucht, ne, mein Leben lang halt auch Kampfsport betrieben. Und die Jahre in der Forensik, die haben mich auch jung gehalten, ne, weil da wird man ja vor der schädlichen Sonnenstrahlung in Isolationshaft ist man da ja gut geschützt, ne? Ja, ja, natürlich. Ich rauche auch nicht. Mein Mann, Gott sei Dank, auch nicht. Ja, ja. Aber mit dem Sport, also ich bin nicht so freundlich sagen, ja, weil ich habe nicht so viel Zeit und zu Hause auch mit dem Kinder und so. Ja, ja, aber die Kinder kann man auch, sagen wir mal, in der Kampfsporterziehung, sage ich mal, entsprechend begleiten, weil man weiß ja nie, wann da das mutierte Wildschwein von Shredder halt wieder um die Ecke kommt oder die andere Ratte da. Bebock oder wie hieß der nochmal, der Typ. Das ist ja alles recht spannend. Ich konnte mich ja jetzt nicht auf das Gespräch hier vorbereiten. Ich habe im Prinzip, können wir auch noch das Lied von der Gummibärenbande singen, wenn Sie da Wert drauf legen. Nein, warten Sie, Herr Malwurf. Erstmal, ich muss Ihnen erklären, warum habe ich Ihnen angerufen, ja? Ja, weil gerne. Ich rufe die Leute nicht einfach so. Ach also, so. Sie haben. Sich ja, natürlich, wir können das gerne machen. Aber in einem anderen Termin, Herr Malwurf. So, aber das Grund, dass ich Ihnen angerufen habe, das Grund, dass ich Ihnen angerufen habe, es ist, weil Sie haben schon eine Anmeldung in einem unserer Werbung gemacht. Ich weiß es nicht, ob Sie sich erinnern kann. Nochmal, was habe ich gemacht? Also bei dem, Sie haben schon eine Anmeldung in einem von unserer Werbung gemacht. Sie haben schon Interesse gezeigt über den Investitionen in der Börse. Sie haben das schon am 18. November gemacht. Ach, da ist ja kein Wunder, dass ich mich da nicht dran erinnere. Das ist ja ein Monat her. Ich habe schon versucht, Ihnen zu erreichen, aber Sie waren nicht erreichbar. Ja, die Welt rettet sich ja nicht von alleine, ne? Denn hey, jetzt kommen die Ninja Turtles, superstarke Ninja Turtles, immer auf der Lauer. Ne, 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 ne. Sie wissen ja schon, ne? Das macht sich alles nicht von alleine. Okay, aber Herr Malwurf, sind Sie alleine zu Hause? Ja, ja, die anderen sind gerade noch unterwegs, ne? Mm. Und Sie? Und Sie, ich bin ins Büro. Also, Herr Malwurf, Sie, ja, im Büro. Also, Sie wohnen alleine oder mit Ihrer Frau? Ja, mit der Familie ja zusammen. Ne? Wir sind ja eine Schicksalsgemeinschaft im Kampf für die Erhaltung der Menschheit im Prinzip, ne? Aha. Ich finde das ja im Prinzip, dass Sie sich da uns ja ein bisschen anschließen und Unterstützung leisten wollen. Wir warten jetzt im Prinzip, aber wir haben gerade Botschafter des Friedens zu den Gummibären ausgesandt. Wir wollen uns ja im Prinzip mit denen auch noch verbünden, ne? Dass man halt zusammen ist, man ja stärker, ne? Hallo? Ja. Aber, Herr Malwurf, wie ich Ihnen gesagt habe, ich habe Ihnen angerufen aufgrund, dass... Anmeldung, dass Sie bei unserer Werbung gemacht haben. Ja, ja. Das heißt Investitionen in der Börse. Ja, ja. Aber ich weiß es nicht, Herr Malwurf, ob Sie Erfahrung haben schon in der Börse oder... Nö, sagen wir mal, man ist ja nie zu alt, um was Neues auszuprobieren, ne? Nie. Haben Sie schon recht. Ja, sind Sie mal wie unsere Freunde von der Gummibärenbande. Die sagen ja im Prinzip immer mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Und das ist halt ja im Prinzip mein Lebensmotto, ne? Darf ich fragen, was haben Sie früher gearbeitet? Na, ich bin ja im Prinzip, sag mal, Pianist im Ruhestand. Ne? Ach so, deswegen singen Sie die ganze Zeit. Ja, ich habe ja im Prinzip immer Musik gemacht. Und das war ja im Prinzip, sag mal, mein Lebensinhalt. Weil es ist ja dann im Prinzip, Sie sitzen da halt im
im vollen Konzertsaal, also 2000 Euro das Ticket. Aber das Lied von der Gummibärenbande, das kennen sie halt alle. Und wenn sie dann, sag ich mal, die Melodie anstimmen und dann reißt sich der Typ im Anzug die Kleider vom Leib und fängt an zu singen, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Zusammen mit dem armen Typ von der Kasse, der sich nicht mal ein Fahrrad leisten kann. Weil das ist ja ein Lied, das verbindet die Menschen, nicht wahr? Herr Malwurf, hören ja, Sie mich? Ja, natürlich. Okay. Sie haben mir nicht gesagt, haben Sie schon Erfahrung in der Börse? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Nee. Okay. Aber jetzt, da gibt's ja es im ist Prinzip ein bisschen auch zu die... spät. Wofür denn? Jetzt ist ein bisschen zu spät und leider nach 5 Minuten, ich habe schon... Ein anderer Termin. Also können wir ja zusammen gedacht, einen Termin? Weil ich fahre ja morgen, fahren wir ja auf Tournee. Und ich habe ja im Prinzip gedacht, dass ich so 5.000, 6.000 Euro da mal investiere. Bin ich da denn richtig bei Ihnen? Also, wir sind eine Banksystem, Herr Malwurf. Was sind Sie bitte? Okay, und wir sind schon eine Banksystem, da wo jeder hat das Möglichkeit, Investitionen in der Börse machen durch unsere Banksystem. Aber ich bin da nicht Ihnen zu sagen, investieren Sie heute 100.000 Euro oder 10 oder 2 oder 4. Oder 4. Für mich ist es sehr wichtig, dass der Kunde erstmal verstehen können, wie in der Börse es funktioniert. Ja, das weiß wie das ich, es läuft bei das, uns. Das ist ja Allgemeinbildung mit steigenden und fallenden Kursen und sowas. Das ist ja also, mit Ihren Jahren alt... hoch und runter. Und ich bin da, sage ich mir, auch bewusst, dass man da nicht immer nur gewinnen kann. Aber wir haben halt jetzt ziemlich gut verdient, ne? Und jetzt wollte ich halt ein bisschen was investieren, ne? Das ich habe nicht im Ganzen verstanden. Ja, müssen Sie mal die Musik ausmachen, dann hören Sie auch, was ich sage. Nein, ich habe Ihnen gehört, aber ich habe nicht im Ganzen Worte verstanden. Ach so, Geld investieren. Also, haben Sie gut gesagt, Geld investieren. Ja. Sie werden schon durch eine Probezeit anfangen, da wo Sie werden schon in Verbindung mit dem Finanzberater sein. Ja, natürlich. Ja. Herr Malwurf, mit Ihrem Jahresalt... ich glaube, Sie haben schon gearbeitet, oder wenn wir etwas kaufen, wir müssen erst mal probieren, oder? Ja, das kommt ganz oder drauf an. Oder, wenn also wir eine, wenn wir... Ich habe mal Schuhe gekauft, die haben gar nicht gepasst, die konnte ich nicht wieder zurückgeben. Ja, aber Sie haben die Schuhe nicht probiert. Sie müssen erst mal probieren, ob die passen oder nicht. Ja, danach können Sie das kaufen. Ja, aber wenn Sie Quelle probieren das nicht, also ja, brauchen Sie nicht. Können Sie ja nicht, sag ich mal, in den Schuhladen reinlaufen. Das ist ein bisschen auffällig. Herr Malwurf. Also, auch wenn wir eine Arbeit suchen, auch wenn wir gehen schon in ein Supermarkt und sagen wir, ich möchte schon hier arbeiten, kann ich sprechen? Wie gesagt habe, wir sind schon ein Banksystem, wo jeder hat das Möglichkeit, durch eine Probezeit mit uns zu arbeiten. Ja. Was bedeutet eine Probezeit? Damit Sie unsere Banksystem zu testen können, wie bei uns es funktioniert und was wirklich bedeutet, in der Börse zu arbeiten. Sie können mir sagen, dass Sie haben keine Erfahrung oder Sie wissen das nicht, aber eigentlich mit Ihr, was Sie mir sagen gerade, was ich spreche schon, ich merke, dass Sie haben schon Erfahrung. Und Ihre Erfahrung war nicht gut, oder? Hat nicht gut gelaufen. Was denn? Die Erfahrung in der Börse, Herr Maulwurf. Nee, ich hab da ja, ich weiß, wie das funktioniert, aber ich habe das noch nie ausprobiert. Okay. Dann, Sie sind schon im richtigen Weg, da wo Sie werden schon durch Dokumenten arbeiten und durch einen Finanzberater. Das heißt, im Moment, wenn Sie werden schon Ihr Konto eröffnen, Sie werden schon einen Vertrag, also erstmal, Sie werden schon in Verbindung mit Ihrem persönlichen Finanzberater sein, woher wird Sie einen Vertrag mitteilen, da wo steht ganz genau,
dass Sie sind schon Kunde auf unserem Banksystem und Sie werden schon durch eine Probezeit empfangen von 10 Arbeitstagen. Und die ganze Arbeit wird schon der Finanzberater für Sie machen. Ja. Und was jetzt wichtig ist, es ist, dass er ist schon verantwortlich von Ihrer... Sagen Sie mir bitte. Sind das europäische oder US-amerikanische Arbeitstage? Weil die haben ja die amerikanischen Arbeitstage, die dauern ja länger als unsere. Das hat ja der Rainer am eigenen Leib jetzt erfahren. Lassen Sie mich bis am Ende zu erklären und Sie werden das auch selbst verstehen. Okay? Okay? Ja, ja, bitte. Ich höre zu. So, und wie ich Ihnen gesagt habe, der Finanzberater für jede Arbeit, was er macht, für jede Bewegung, was er macht mit Ihrem Kapital. Hören Sie mich? Ja, ich höre Ihnen zu. Ich sollte doch ruhig sein. Okay. Okay, also er ist schon verantwortlich, das heißt, wenn eine Operation Verlust geht, das Kapital, was Verlust gegangen ist, geht sofort auf Ihr Handelskonto von unserer Finanzabteilung. Das ist Sicherheit für Ihr Kapital, Herr Maulwurf, und für Sie als Kunde, weil für uns, das Sicherheit für den Kunde, es ist Regel Nummer 1. Also, alles, was ich sage Ihnen, steht schon bei dem Vertrag. Und unser Gespräch, es ist schon registriert. Das heißt, ich kann Ihnen nicht mehr schönes Worte sagen, als bei dem Vertrag sind. Ich kann Ihnen nicht versprechen, als bei dem Vertrag sind. Okay? Also, bei dem Vertrag steht schon, dass Sie werden schon durch eine Probezeit anfangen für 10 Arbeitstage, wo der Finanzberater wird schon verantwortlich für Ihr Kapital sein. Bei dem Vertrag steht, dass der garantierte Profit sind 8,5. Ich höre schon meine Stimme. Also 8,5% bis zum 21,7%. Es sind nicht viel. In 10 Arbeitstagen, Sie werden nicht ein Millionär zu sein. Ja, ja. Sie werden nicht 100.000 Euro verdienen. Aber Sie werden schon unsere Banksystem zu testen. Und Sie werden ganz genau schauen, mit Ihren Augen, wie bei unserem Banksystem es funktioniert. Ja. Nach der Probezeit, Herr Maulwurf, es ist sehr wichtig. Also, Sie brauchen keine Investitionen weitermachen. Sie brauchen kein, oder niemand stört Ihnen, dass Sie müssen schon unbedingt mit uns weiterarbeiten. Ja, ja. Weil Sie haben schon einen Vertrag. Sie haben schon eine Lizenz von uns. Und Sie haben schon einen Ausweis von der Finanzberater. Damit Sie wissen ganz genau, mit wem Sie, ja, ein persönlicher Ausweis. Also, in diesem Tag, Herr Maulwurf, gibt es schon, viele Firmen, dass Sie machen unsere Arbeit sehr schwierig. Die machen gleiche Arbeit wie uns, aber eigentlich, die machen schon unsere Arbeit sehr schwierig, weil wir arbeiten schon jeden Tag mit dem Kunden, dass sie schlechte Erfahrungen in der Börse haben. Ach so, ja, das deswegen, ist ja schlimm. Ich erkläre Ihnen von Anfang, dass Sie werden schon durch eine Probezeit anfangen und durch Dokumenten arbeiten, weil früher... Sie könnten keine Probezeit bei uns machen, aber was wir geschaut haben oder was wir hören jeden Tag mit dem Kunden, es ist besser, dass der Kunde lernt erst einmal, wie wirklich in der Börse das funktioniert. Nach der Probezeit, es ist Ihre Entscheidung, ob Sie werden schon weiter mit uns arbeiten oder werden Sie schon einfach Ihr Konto schließen und Ihr Kapital zurückbekommen. Ja. Aber, Herr Maulwurf, ich sage Ihnen nur etwas. Machen Sie keine mehr Bewegung. Machen Sie keine mehr Investitionen mehr unserem Konto, bei Ihrem Konto. Ja. Bewegen Sie erstmal oder testen Sie erstmal unser Banksystem mit Ihrem Kapital zu bewegen. Das heißt, Ihr Kapital zu auszahlen lassen. Ja, das heißt, bei Ihnen fängt man dann quasi auf dem Rookie-Level, quasi ganz von vorne wieder an in der großen Stadt, ne? Ja, also, ja? Sie testen unser Banksystem, Sie machen schon eine Investition und Sie werden schon lernen, schauen, wie das funktioniert, wie bei unserem Banksystem es läuft, mit den Operationen, mit den Profiten und mit der Sicherheit, was wichtig ist. Ja, ja. Und Sie Experte, werden schon auch unser Banksystem... Sie haben da doch so einen Experten, ist er auf dem Champion oder auf dem Mega-Level? Also, wir haben nicht nur einen Finanzberater. Ja, aber auf welchem Level okay. ist der? Der hat schon seit Jahren gelernt und seit 10 Jahren da gearbeitet.
ja. über die Investitionen in der Börse. Er arbeitet nicht alleine. Ja. Jeder von unseren Finanzberatern gibt es schon Informationen von den besten Analysten in der Börse. Also okay? Ist das dann typisch das heißt, Virus wir, oder typisch Datei, was der ist? Nichts von die beiden. Also, es ist ein Mensch. Das ist ja großartig. Es ist ein Mensch, Herr Malwurf. Ja, ja, also sagen wir sowas wie Angemann im Prinzip, ne, vom Erscheinungswesen her. Das muss ja in so einer Position auch jemand Vertrauenswürdiges sein, ne? Ich möchte nicht, dass Sie an Johann Hagel oder bei dem Finanzberater vertrauen, Herr Maulwurf. Sie wollen nicht, dass ich Sie werden schon. Nein. Sie werden schon Dokumente von unserem Banksystem. Sie haben das Möglichkeit, uns zu testen. Testen Sie uns und danach am Ende. Ich habe dann auch ein Digi-Weiß, ein neues, weil ich habe mein altes dann irgendwann abgeben müssen. Ne? Hätte ja nicht gedacht, dass ich nochmal in die Digi-Welt darf in meinem Alter. Brauchen Sie das? Na, ich gehe mal davon aus, ne? Weil sonst werden mir die Digitieren schwierig. Wenn ich bei Ihnen nochmal auf dem Rookie-Level anfangen muss, dann muss ich mich ja hocharbeiten als Anfänger, ne? Herr Maulwurf. Ja? Zu Hause benutzen Sie einen Computer? Ja, natürlich. Früher haben wir das immer in den Sommerferien, ne? Haben wir das uns in der Schule eingeloggt. Nachdem wir das erste Mal von diesem Sturm da in die Digi-Welt getragen wurden, ging das ja später, sag ich mal, willentlich. Das ist ja vorher, sagen wir mal, so Zufall gewesen. Herr Malwurf, wie gesagt, haben jetzt viel zu spät. So Sie können anders. Schon weiter mit Ihrer Melodie singen. Ja, in aber, Ordnung. Aber ich muss schon... Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund haben Sie ganz Zeiten. Gut gesagt, Herr Malwurf, weil wir haben schon unser Ziel geschafft. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Hallo? Alles, was wichtig ist. Willst du erkennen, wenn die Herr Zeit Herbert, gekommen ist? Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, sei bereit. Und dann kommt halt der Rest der Melodie, ne? Oh, das ist schon über 25 okay. Jahre her. Ne? Aber, hallo, ich muss schon auflegen. Morgen, können Sie mir sagen, bitte in pünktlicher Uhrzeit, wann kann ich ihn erreichen? Ja, morgen ist schwierig, da bin ich ja den ganzen Tag beim Arzt. Wohin muss ich das Geld denn jetzt überweisen bei Ihnen? Haben Sie da eine Bankverbindung? Also, erstmal, ja natürlich, aber erstmal, Sie müssen schon Ihr Konto öffnen, Sie müssen schon schauen mit Ihren Augen, wo wir sind, wo wir arbeiten. Ja, können wir das jetzt eben machen? Also mit 5.000 würde gehen ich Sie bitte, gehen Sie bitte auf Ihren Computer. Oben drauf? Erstmal machen wir das mit dem Mindestkapital, okay? Mit was bitte? Mindestkapital. Was heißt das? Gehen Sie bitte auf dem Google Chrome. Ja. Ich weiß nicht, benutzen Sie das Programm AnyDesk? Nochmal bitte? Das Programm AnyDesk, benutzen Sie? Ja, da hilft mein Enkel mir immer, wenn ich mit dem Computer nicht zurechtkomme. Okay, aber jetzt, wo ist Ihr Enkel? Na, der ist jetzt schon bei seiner Freundin wahrscheinlich, keine Ahnung. Okay, das bedeutet, wir können nicht bei dem Computer mit dem Computer verbinden, oder? Na doch, das geht wieder. Ich weiß ja, wie das funktioniert. Mein Enkel, der wohnt hier ein bisschen weiter weg, ne? Okay, dann gehen Sie bitte auf dem Google Chrome oder öffnen Sie bitte das AnyDesk erstmal. Ja, ich muss gerade mal kurz den Computer anmachen, weil ich hätte jetzt ja nicht mehr damit gerechnet, dass ich heute, sage ich nochmal, mein Patamon wiedersehe, ne? Ja, Herr Maulwurf, aber leider ich habe nicht so viel Zeit, deswegen. Ja, der Computer ist gleich an, Windows wird gestartet. Ich weiß ja gar nicht, ob das mit der heutigen Version kompatibel ist, aber
Ich glaube, wir kriegen das hin. Sie sind ja eine ganz Schlaue in dem, was Sie machen, ne? Nein. So, ich habe das jetzt offen. Soll ich Ihnen das im Prinzip mal mitteilen? Ja, sagen Sie mir bitte die neue Ziffer. Ja, das ist 984. Okay. 646. 966. Okay. Bin gut, ne? Aber ich habe ja nicht nur den Anspruch, gut akzeptieren zu sein, Sie bitte oder nehmen denn ich Sie will bitte? Der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Okay. Ganz allein fange ich sie jetzt mir. Können wir ich auf dem Google Chrome gehen? Darf ich mit? Ich streife durch okay, das Internet und jag das mit ganze Ihre Verstandes, kann und ich, hau kann den ich ganzen das Viecher dann mit dem Knüppel auf den Sarg. Ja, dürfen Sie gerne machen. Okay, danke. Erstmal, warte. Ich hab übrigens noch ein neues Lied. Das betrifft meinen Freund Mimon. Der hat einmal eine Persiflage gemacht. Das geht YouTube, du bist erledigt. YouTube, du bist erledigt. So, das ist unsere Seite. Ja? Also, kann ich das wegmachen? Weiß ich nicht, ob Sie das können. Das? Okay, also, ich kann jetzt nicht bewegen. Also, okay. Lassen Sie mich die Maus bewegen, bitte? Ja, machen Sie doch. Okay, danke. Also, klicken Sie nicht, bitte. Nee. Okay. Schauen Sie, das ist unsere Seite und wenn wir untergehen... Wenn wir untergehen? Lassen Sie mich die... Ja. Lassen Sie mich die Maus bewegen, bitte. Ja. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Was ist denn Ihr Lieblingslied? Vielleicht oder wissen Sie von sehen. Unten, da gehen Sie ganz am Ende, damit Sie unsere Lizenz schauen können. Noch ein Schritt oben, da. Da klicken Sie bei dem View Lizenz. Warten Sie. Aha. Nein. Was ist denn Ihr Lieblingslied, junge Frau? Oh, ganz kurz bitte. Warten wir. Ja. Wenn wir hier klicken, da steht schon Horm Group Ltd. Es sind eine Gruppe Banken, so wir sind schon lizenziert. Und wir bekommen schon jedes Jahr das neue Lizenz. Von wem denn? Bei dem Horm Group Ltd. Ja, wir sind schon Teil von Horm Group Ltd. Das sind eine Gruppe Banken, wo verschiedene Firmen sind schon lizenziert, aber für Investitionen in der Börse, das Lizenz haben wir als Banksystem. Ja, aber von wem ist denn dieses Dokument hier? Wer hat das denn ausgestellt? Da steht ja überhaupt nicht dabei, wer das macht. Also, schauen Sie bitte, Horm Group Ltd. Es sind schon reguliert von IFMRC. Da sind schon ein Global, also internationalen. Ein Global? Aber, ja, also internationalen. Mr. Henke, der Weihnachtscode. Kennen Sie den? Nein, sagen Sie mir. Singen Sie am besten zu sagen. Lassen Sie mich die Maus bewegen, bitte. Ich soll Ihnen das vorsingen. Ja, ich gucke gerade mal durch meine Bibliothek, was wir im Prinzip, sag ich mal noch. Lassen Sie mich die Maus bewegen, bitte. Der Pinky und der Brain. Okay, hier klicken wir. Ja. Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist... Und, können Sie das Ihre Vorname schreiben, bitte? Der Geist ist krank. Der Pinky. Oder mache ich das für Sie? Ja. Der Pinky und der Brain. Ja, schreiben Sie das bitte. Vorname und Nachname hier. Was ist das Pinky? Sie müssen schon Ihre Vorname bitte schreiben. Ja, habe ich doch. Aber Ihre Vorname ist es nicht Pinky Pokémon. Das ist aber mein Spitzname. Ach so, ja. Aber warum Ihr Spitzname? Ja, weil ich öfter mal, sag mal, ich habe ja die Hintergrundgeschichte mit der okay. Mutation. Okay, und Ihre E-Mail-Adresse ist das, ja? Nochmal?
oder das die zweite? Die erste E-Mail-Adresse oder die zweite? Ja, das ist ja im Prinzip, ich bin ja, wohne ja auf der Alm im Prinzip, ne? Also das sind die Daten sind nicht richtig, Teletubbies, ja? Teletubbies. Hallo? Love is like a hurricane here in Duckburg. Lace cars race us everywhere. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte. DuckTales. Sie kennen ja auch gar nichts. Ja, warte mal. Telefonnummer. Warte mal. Erstmal, Sie das müssen das löschen. Brauchen Sie gar keine Anschrift im Prinzip? Nein. Warte Sie. Löschen Sie das bitte. Das ist ein Bankkonto und wir spielen hier nicht, okay? Nein, wir singen also, nur Kinderlieder. Schreiben zusammen. Sie Ihre Vorname und Ihre Nachname so, wie Sie haben. Okay? Ja. Und Ihre Nachname, es ist Maulwurf, ja? Ja, natürlich. Also soll ich da meinen richtigen Namen reinschreiben, ja? Winkler? Ja, Rainer Winkler, Altschauerberg 8, 91448 Emskirchen. Okay, und Ihre E-Mail-Adresse? Irgendwas bei mir schiefgelaufen, dass ich das auswendig kann. Einen Moment bitte. Ihre E-Mail-Adresse? Wo denn? Es ist das hier. Nein, ganz warte kurz, mal. Bitte. Löschen Sie das? Warten Sie ganz kurz bitte. Warten Sie. Nein, löschen Sie das bitte. Warum denn? Lassen Sie mich die Maus bewegen. Weil ich habe hier... Können Sie das löschen, bitte? Ja, warum denn? Weil das ist nicht richtig. Es ist ein Banksystem und die Daten müssen wir alles richtig schreiben, okay? Ja. So, lassen Sie mich die Maus bewegen, bitte? Ja, machen Sie das doch die ganze Zeit. Gut, Ihre Adresse, schreiben Sie Ihre Adresse, bitte? Straßenname? Ja. Ja? Ja, habe ich geschrieben. Postleitzahl, bitte. Da haben Sie es. Okay. Ihre Telefonnummer? Es ist... Warten Sie ganz kurz, bitte. Also, weil ich habe... einen Fehler gemacht. Es kommt 49. Danach kommt schon Ihre Handynummer. Einen Moment bitte. Ja, ich trage das schon ein. Das ist ja kein Problem. Die kann ich ja auswendig. Mit dem Akt 2. Was ist denn Promocode? Habe ich sowas? Löschen Sie das 0 bitte. Löschen Sie das 0. Nee, warum denn? Die gehört und doch dazu. Hier, ich habe schon das Handy... Nein, Sie löschen haben Sie ja das die bitte. Vorwahl, verstehe. Also, wir sprechen gerade mit dem du Handynummer kannst es tun 782. Hören Sie mich bitte? Hallo? Ja? Also, mit dem 782 am Ende. So, löschen Sie diese Telefonnummer. Warum denn? Ich habe die doch gerade erst hingeschrieben. Aber... Wir sprechen gerade mit dem... Was machen wir? Ja, richtig, jetzt. It's something strange in your neighborhood. Das Promocode, es ist im 6-Hausbank und wir brauchen das nicht. Wir machen schon ein Standard-Passwort. Who you gonna call? Goatbusters! Kennen Sie das Lied? Singen Sie. Ja, warte, ich hole mal eben meinen Kumpel. Weil das also, muss jetzt klicken ja auch wir richtig einmal intoniert Singer. Werden. Warten Sie bitte. Dzień dobry. Hallo? Okay, so, Sie haben... Devoska. Hallo? Dobry utro, Devoska. Hallo? Wer ist da? Also, ich möchte mit dem Herr Maulwurf sprechen, bitte. Ja, einen Moment, bitte.
Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere zentralasiatische Länder haben minderwertige Kalium. Kasachstan ist das tollste, ja kann ich, tollste Land. Okay, schreiben Sie das Stadt hier bitte. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Hast du das verstanden? Okay, das steht, ja, sehr schön. Benutzen Sie, nein, okay. Doch. Einmal klicken und sagen Sie mir bitte, benutzen Sie Kreditkarte, also eine Visa oder Mastercard? Na klar, habe ich alles zu Hause, ist kein Problem. Okay. Singst du mit Nehmen mir Sie russische Nationalhymne? Das ist zwar kein Kinderlied mehr, aber welches Lied könnte Dimitri denn singen? Pokémon hatten wir schon, Digimon hatten wir schon, Ninja Turtles hatten wir, Gummibärenbande. Wie viele Stimmen haben Sie? Ganz viele. Okay, nehmen Sie bitte Ihre Mastercard, damit wir Ihre Handelskonto aktivieren können, weil Sie haben schon... Du bist schmerzbefreit, ja. Ja, ich habe Mastercard, ist hier. Okay. Machen Sie das in Euro? In Eulen? Euro. Finde ich gut. Und klicken wir bei dem Ersten. Und wir singen im Corona-Bunker. Hurra, diese Welt geht unter. Oh, wir haben eine Disco-Party hier. So, schreiben Sie bitte Ihre 16 Ziffer und Ihre Hallo? Kreditkarte. Hallo, das ist DJ Rakesh. Who are you? Okay. DJ I wanna Rakesh. Be the schreiben very Sie best. Bitte? Like no one ever Hallo? Was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across Hallo, the hörst du mich? Ja, ich kann Sie hören. Bitte nicht die Aufnahme unterbrechen. Okay, Searching bitte schreiben Sie Ihre 16-Ziffer. Teach Pokémon to understand the power that's inside. Lassen Sie das Pokémon bitte. Nein, wir müssen den Abra trainieren, der immer nur schlafen. Wir sind schon in ein Banksystem jetzt, okay? Ja, hast du das ein Hacking gemacht? Das ist unser Banksystem. Okay. Möchten Sie das Konto aktivieren? Nehmen Sie bitte Ihre Kartennummer, also Ihre Mastercard, ja, damit ja. Sie morgen mit dem Arbeit anfangen können. Bist du Harry Potter, right? Okay. Harry Potter? Also möchten Sie mit mir spielen? Natürlich! Dass du das noch eine Dreiviertelstunde noch nicht gemerkt hast. Komm, jetzt sag mir mal dein Lieblingslied, damit wir das zusammen singen können. Wenn Doom sein verboten wär, dann gäbe es dich gar nicht mehr. Jetzt fällt mir jede Menge Scheiß. Wissen Sie, einfach wer ein mein mit wenig Fleiß. Singen ist? Na? Schreiben Sie Ihre 16 Ziffer und ich sage Ihnen. 99 Telefonbetrüger, die verarsch ich immer wieder. Und davon okay. Am Horizont sind die Nächsten am Kommen schon. Ah, das ist voll rhythmisch hier heute. Guck mal, wir könnten fast Neujahrsparty zusammen machen. Werden Sie Ihr Konto aktivieren? Ich bringe euch alle in den Knast und in die Forensik, jeden einzelnen von euch. Das Leben von mir und meiner Mutter ist sowas von Tabu für euch. Ihr gedungene Mörder und Totschläger, ihr ausgefuchsten Mörder und Kriminellen. Hast du das verstanden? Eine Hommage an meinen alten Freund. Wissen Sie, wer mein Lieblingssingen ist oder wer mein bester Tag ist? Erzähl mal. Wenn mein Vater kommt bei Ihrer Mutter. Ach, kenne ich gar nicht das Lied. Blöd. Wahnsinn.